Übrigens an alle, die immer flamen, du hast richtig den Vorteil durch den Libby-Mod, dass du die Herzenanzahl siehst. In der Hitze des Gefechts achtet man sich eigentlich großteils nicht drauf, also so krass ist der Vorteil gar nicht, wie man jetzt vielleicht denken mag. Sie gucken meine Freunde und damit willkommen zur nächsten Folge Survival Games auf HF. Wir spielen die Map Catching Fire heute mal wieder. Und ja, da drüben ein Dude, der es auf jeden Fall auf die Mitte abgesehen hat. Das heißt, den müssen wir wegboxen. Sonst haben wir ein derbes Problem. Okay, danke. Danke. Finde ich geil, wenn es mich manchmal so zurückbackt und dann nicht springt. Boah, nee. Frisse jetzt. Ich gehe zur anderen Tiertour halt. Wenn das mit der in der Mitte nicht geklappt hat, gehe ich halt zur zweiten Tiertour. Zur zweiten Tiertour, zur anderen halt einfach. Da mir jemand. Ich hoffe, es war diese Richtung. Weil das Ding ist halt, es kann in jeder Richtung gewesen sein. So, da unten ist jemand. Der hat einen Eisenhelm. Okay. So nice. Gelegt, würde ich mal meinen. Übrigens an alle, die immer flamen, du hast richtig den Vorteil durch den Libby-Mod, dass du die Herzenanzahl siehst. In der Hitze des Gefechts achtet man sich eigentlich großteils nicht drauf. Also so krass ist der Vorteil gar nicht, wie man jetzt vielleicht denken mag. Es hilft einem schon, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel wegrennt oder man selber wegrennen will vom Gegner, dann hilft es durchaus. Allerdings nicht so krass, wie man jetzt denken mag. Das Problem ist, warum ich mich jetzt nicht mit den beiden anlege, weil es halt eben zwei sind, die da hinten. Nee, doch, besser. Weitaus besser. Yo! Hat der... Oh. Scheiße. Keine Pfeile. Ah, die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Freunde. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der beste Weg, um hier einen Gegner abzuschütteln auf dieser Map. Hier kann man eigentlich gut Gegner abschütteln, sofern man in die Mitte rennt. Denn das hilft einem enorm, wenn man so Gegner auf einen hetzen kann. Scheiße, 5-Modus. Oder wenn der andere einfach Schiss hat, in die Mitte zu gehen, wie der jetzt beispielsweise, dann hilft das eigentlich auch gut. Mir fehlt halt einfach noch coole Hosen, dann wäre gut, aber habe ich nicht. Habe ich nicht. Das Problem ist zudem, dass ich halt als einziger Eisenstaff, den ich momentan trage, habe ich halt einen Helm und da wäre Chainhelm oder sonst was in die Richtung, wäre halt eben genau gleich gut. Mal kurz. Mach das so. Falls ich eine Pfeile finde, kann ich die direkt ready usen. Was? Was ist mit mir los gerade? Ich bin irgendwie zu behindert für diese Welt, Alter. Warum ich den roten Pilz nehme, kein Plan. Weil Pilzsuppen sind eh nicht so das Wahre. Wenn man damit raggen könnte, dann wäre es die eine Sache, aber... Und so sind sie zu aufwendig zu machen. Boah, Alter, wie schnell kam der denn? Wie eine Dampflok angerannt. Da booste mich weiter vor. Das bringt sehr, sehr viel auf einer offenen Fläche, den anderen mit der Angel zu boosten. Das bringt nur was, wenn ihr jemanden gegen einen Block boosten könnt. Du schon wieder. Es ist wieder dasselbe. Oh, nice. Genau das meine ich. Gegner so abhängen, das ist echt richtig cool auf dieser Map. Ah, da ist aber wieder jemanden, der mich jetzt verfolgen will. Und der hat weitaus besseren Stuff als der andere vorhin. Den anderen hätte ich unter Umständen sogar noch kriegen können, wenn ich Dragon hätte können. Den hier, das wird schwer. Das Problem ist, ich habe noch immer keine Hose. Und die Schuhe... Stimmt, ich habe nur Lederschuhe an! Oh, nice! Sehr gut geplantet auf dieser Map. Ich bin gerade echt stolz auf mich, wie ich die Gegner abschütteln kann. Das ist nämlich auch eine Kunst, die man erstmal drauf haben muss. So, jetzt kann ich nämlich gediegen in die Mitte gehen, was vielleicht nicht so schlau war, dass ich das so angegangen bin. Ich hätte es in einem weitaus flacheren Winkel anstellen sollen. Dann hätte ich nämlich größere Chancen gehabt, dass der noch mehr Abstand gehabt hätte. Jetzt hat er mich dann. Ach Mann, wie gut der equipped war. Das ist so unfair.
Okay, Minecraft, du bist wieder das beste Spiel der Welt. Ja, Leute, ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Die Gegner sind immer so viel besser equipped als ich. Ich weiß nicht, auf Hive ist es echt so, wenn man die Maps kennt, hat man den krassesten Vorteil ever. Und das finde ich ein bisschen schade an dem Spiel. Also, weiß nicht. Genau deswegen spiele ich vielleicht nicht so gerne auf Hive, weil hier einfach wirklich, wenn man hier den Map-Vorteil hat, dann hat man gewonnen. Das ist einfach so. Und den Vorteil, den kriege ich halt eben nie. Beziehungsweise selten. Ich bin nie derjenige, der die Maps am besten kennt. Es gibt Leute, die suchen es so krass und da komme ich gegen einfach nicht an. Das ist einfach so. Das Problem ist halt auch zudem, dass auf anderen Servern ist es weitaus schlimmer. Also hier gibt es jetzt immerhin wenig Hacker. Zum Glück. Früher war das ja richtig schlimm hier auf Hive. Jetzt gibt es immerhin nicht mehr so viele Hacker. Gott sei Dank. Dennoch muss ich dazu ehrlich sagen, ne? Was? Wie viele Punkte habe ich denn eigentlich gekriegt? Krasser Scheiß. Ich habe trotzdem noch 104 plus. Okay, trotzdem hoffe ich, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt sauber und haut rein. Ciao!